Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Maria und ich bin Deutschlehrerin. Seit mein Aussprachekurs rausgekommen ist, bekomme ich ganz viele Fragen zum Thema Aussprache und wie ich selbst an meiner Aussprache arbeite. Du weißt ja, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Und ich habe irgendwie alles über die Jahre selbst herausgefunden. In diesem Video gebe ich dir 11 Tipps, wie du ganz nebenbei an deiner Aussprache arbeiten kannst und schon bald die ersten Erfolge erzielen kannst. Schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an, denn da bekommst du von mir eine Checkliste mit Problemlauten im Deutschen. Also, wenn du eine bessere Aussprache haben möchtest, dann schaue weiter. Wir fangen an. Als Tipp Nummer 1 möchte ich dir etwas vorstellen, woran ich 2 Jahre gearbeitet habe. Das ist mein Crashkurs Deutsche Aussprache, in dem ich in 7 einfachen Schritten erkläre, wie Deutsch funktioniert. Ich bin fest davon überzeugt, dass man zuerst verstehen sollte, warum Deutsch so klingt, wie es klingt. Zum Glück gibt es viele Regeln, die mir aber damals auch keiner beigebracht hat. Sowas lernt man nicht in einem Sprachkurs und ich habe es auch für mich herausfinden müssen. Das ist ein Online-Videokurs. Du lernst bequem von zu Hause aus, schaust dir meine Videos an, machst die Hausaufgaben und füllst das Arbeitsheft aus. Ja genau, du bekommst dieses wunderschöne Arbeitsheft als Geschenk gleich am ersten Tag. In elektronischer Version. Und am Ende des Kurses gibt es noch weiteres Bonusmaterial und natürlich auch ein Zertifikat. Genau, am Ende habe ich noch 2 Bonuslektionen für dich vorbereitet und diese Checklisten mit allen Vokalen und Konsonanten im Deutschen. Den Preis habe ich für meine Community radikal reduziert und er liegt bei nur 37 Euro. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und wenn du Teil von Dein Sprachcoach Familie wirst. Momentan arbeite ich am praktischen Intensivtraining mit ganz vielen Übungen, das 90 Tage dauern wird. 90 Tage, sehr intensiv. Alle Crashkursschüler bekommen 20% Rabatt auf dieses Intensivtraining. Na gut, genug geredet. Wir gehen weiter zum Tipp Nummer 2. Mein Tipp Nummer 2 für eine bessere Aussprache. Sei selbstbewusst. Alles im Leben hat mit deiner eigenen Einstellung zu tun. Darüber spreche ich wirklich sehr oft. Wenn du also selbstbewusst bist und wenn du an dich glaubst, dann wirst du es auch schaffen. Fange also mit deiner inneren Einstellung an. Stell dir vor, dass du schon perfekt Deutsch sprichst. Nur wer beim Sprechen selbstbewusst und entspannt ist, kann sich der Sprache komplett hingeben und auch möglichst natürlich sprechen. Fixiere dich bitte nicht so sehr darauf, dass du sofort alles perfekt machen musst. Und mach es dir bewusst, dass es keinen Grund dafür gibt, nervös zu sein, nur weil du jetzt eine Fremdsprache sprichst, nämlich Deutsch. Daher solltest du dir beim Üben auch ein Umfeld schaffen, in dem du dich wohlfühlst. Meistens ist deine Aussprache genau dann am besten, wenn du überhaupt nicht daran denkst. In Stresssituationen kann deine Aussprache wiederum sehr leiden. Einfach mal als Beispiel. Beim Telefonieren. Denkst du an deine Aussprache, wenn du auf Deutsch telefonieren musst? Das glaube ich kaum. Da gibt es andere Schwierigkeiten. Mach bitte also deine ersten Schritte in Richtung akzentfreies Sprechen in einer gewohnten Umgebung. Am besten funktioniert es, wenn du alleine zu Hause übst. Dann kannst du dich vollkommen entspannen. Mein Tipp Nummer 3: Nimm beim Sprechen eine gute Haltung an. Ganz wichtig! Das gibt dir nicht nur ein Gefühl der Sicherheit. Gute Haltung hält auch deine Atemwege offen, sodass du klarer und deutlicher artikulieren kannst. Und du wirst merken, dass du auf einmal auch viel selbstbewusster klingst. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob du stehst oder sitzt. Halte deinen Rücken gerade und deine Schultern nach hinten. Hebe außerdem dein Kinn, damit du gerade ausschaust. Genau.
Es ist das Kinn. Wenn du den Artikel von diesem Wort noch nicht kennst, dann kannst du ihn dir jetzt merken. Vermeide es bitte, dich nach vorn zu beugen, selbst wenn du dich hinsetzt. Anlehnen ist in Ordnung, aber lass deinen Rücken gerade, damit du leichter atmen kannst. So ist es gut. Mein Tipp Nummer 4: Mach deinen Kiefer locker. Um deutlich zu artikulieren und deutsch zu klingen, solltest du auf alle Fälle deinen Kiefer lockern. Dann klingt deine Stimme auch viel klarer und du kannst diese typisch deutschen Laute viel besser produzieren. Weißt du eigentlich, dass du deinen Mund im Deutschen ziemlich weit aufmachen solltest? Also, eine große Mundöffnung ist absolut typisch für die deutsche Sprache. Hast du das gewusst? In vielen anderen Sprachen ist es überhaupt nicht notwendig, wenn ich sogar Deutsch mit meiner Muttersprache vergleiche. Im Russischen kann ich quasi fast mit geschlossenem Mund sprechen und man wird mich trotzdem verstehen. Im Deutschen ist aber eine große Mundöffnung für diesen typisch deutschen Klang ausschlaggebend. Also, wichtig. Es gibt unzählige Artikulationsübungen für verschiedene Gruppen der Laute. Ich könnte wirklich stundenlang darüber sprechen. Aber heute zeige ich dir einen Trick, der super einfach und super effektiv ist. Dafür solltest du einfach nur genüsslich gähnen. Gähnen gilt als ideale Lockerung für die Kehlkopfmuskulatur. Der Kehlkopf wird beim Gähnen abgesenkt und dabei wird die Kehlkopfmuskulatur vor allem innen gedehnt. Und nicht nur die Kehlkopfmuskulatur profitiert vom Gähnen. Auch die Muskeln im Hals, im Nacken, in der Zunge und im Kiefer werden gedehnt. Ich will jetzt aber nicht alleine gähnen. Du machst mit. Versuche bitte kräftig zu gähnen und entspanne deinen Kiefer dabei. Noch einmal. Aber nicht einschlafen. Wir haben noch einiges vor. Dieser Trick hilft dir auch dabei, die Angst vor dem Sprechen zu überwinden. Sogar bekannte Speaker greifen auf diesen Trick zu, wenn sie vor einem großen Publikum auftreten. Wir gähnen ja meistens kurz vor dem Schlafengehen. Und das Gähnen gibt uns ein Gefühl der Sicherheit und tiefster Entspannung. Ich mache das manchmal auch, wenn ich ein wichtiges Telefonat führen muss. Das ist der Trick, der für mich immer funktioniert. Probier's mal aus. Du wirst deinen Mund weiter aufmachen, sprich deutlicher artikulieren. Außerdem wirkst du auch viel entspannter und hast weniger Angst vor dem Sprechen. Es gibt also nur Vorteile. Mein Tipp Nummer 5. Höre viel auf Deutsch. Um gut sprechen zu können, solltest du auch viel auf Deutsch hören. Aber hier gilt eine Regel. Höre nur das, was dich wirklich interessiert und was dir Spaß macht. Alles andere bringt rein gar nichts. Wenn du dir zum Beispiel auch in deiner Muttersprache nicht so gerne Nachrichten anschaust, dann lass es einfach sein. Ich sehe zum Beispiel gar nicht fern. Ich glaube, mein Fernseher ist nicht mal angeschlossen. Es gibt heutzutage so viel Content online. Man kann genau das Richtige für sich finden. Beim Autofahren höre ich zum Beispiel sehr gerne Radio. Das klingt vielleicht altmodisch, aber es hilft mir sehr. Ich versuche auch manchmal meinen Lieblingsmoderatoren nachzusprechen und extra deutlich zu artikulieren. Es wird nach einer Zeit lang ziemlich anstrengend, aber ich merke, wie gut mein Kiefer im Nachhinein aufgewärmt ist. Oder hörst du gern Podcasts? Es gibt Podcasts zum Deutschlernen, es gibt ganz viele Podcasts nach Interessen. Wenn es einen Podcast gibt, der dir ganz besonders gefällt, dann teile ihn bitte mit uns in den Kommentaren. So kannst du bestimmt anderen Leuten helfen, die genauso wie du Deutsch lernen. Ach ja, genau. Und das ist der Podcast. Achte bitte auf den Artikel.
Hörbücher wären die nächste Option. Mein Sohn wächst zum Beispiel zweisprachig auf und wir sprechen nur Russisch zu Hause. Aber er hört sehr gern Sachen auf Deutsch. Wir haben auch viele Hörbücher. Sein absoluter Favorit ist Gregs Tagebuch. Das ist ein tolles Kinderbuch, aber sogar ich höre diese Geschichten sehr gern. Hier gilt wieder die Regel: Höre das, was dir Spaß macht. Hast du vielleicht ein Lieblingsbuch? Dann hol es dir doch als Hörbuch. Dann hast du auch weitere Vorteile. Da dir der Inhalt bereits bekannt ist, wirst du dich viel mehr auf die gesprochene Sprache konzentrieren. Du kannst auch deine Lieblingspassagen auswendig lernen und diese vortragen. Versuche dabei nicht nur die Aussprache, sondern auch die Satzmelodie zu imitieren. Wir sind schon beim nächsten Tipp angekommen. Das ist der Tipp Nummer 6. Singe auf Deutsch. Wenn du gern Musik hörst. Ich glaube, jeder hört gern Musik, oder? Also singen hilft dir sehr dabei, die Aussprache zu verbessern. Und es hilft dir auch dabei, den Rhythmus und die Satzmelodie besser wahrzunehmen. Eine gute Aussprache ist nicht nur Vokale und Konsonanten. Da steckt mehr drin. Verschiedene Sprachen haben verschiedene Intonationsmuster. Und wenn du diese Muster aus deiner eigenen Muttersprache auf Deutsch überträgst, klingst du meistens nicht deutsch. Beim Singen haben wir dieses Problem eigentlich gar nicht. In einem Lied ist schon alles vorgegeben. Und du hast nur eine Aufgabe. Du solltest einfach Spaß dabei haben. Setz dich bitte auf keinen Fall unter Druck. Du musst kein begnadeter Sänger sein. Du musst nicht gut singen können. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht singen. Aber es hält mich nicht davon ab, ab und zu mal zu trällern. Wenn du nicht weißt, womit du beginnen solltest, fang doch mit Kinderliedern an. Der Wortschatz in solchen Songs ist sehr einfach und besser gesagt kinderleicht. Und die Texte sind lustig. Nimm doch einfach mal drei Chinesen mit dem Kontrabass. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Oder es gibt richtig schöne Weihnachtslieder, wie zum Beispiel In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Hast du aktuell ein Lieblingslied auf Deutsch? Schreib es gerne in die Kommentare. Wenn ich es noch nicht kenne, dann höre ich es mir liebend gern an. Fortgeschrittenen Deutschlernern, die sich etwas trauen, kann ich Deutschrap empfehlen. Ich stehe selbst total auf deutschen Rap. Auf etwas stehen bedeutet etwas besonders gern mögen. Da kannst du auch einige umgangssprachliche Ausdrücke lernen. Aber solche Texte sind meistens schwieriger zu verstehen und dementsprechend nachzusingen. Und wie man so schön sagt, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Hör also das, was du liebst und wer weiß, vielleicht entwickeln sich auch andere Talente dabei. Und das hier ist mein Tipp Nummer 7. Lies laut vor. Hol dir ein Buch, eine Zeitung oder einen Artikel zum Lesen. Lies dann laut für wenigstens 5 Minuten. Nimm dir während des Lesens die Zeit, jedes Wort laut und deutlich auszusprechen. Führe dieses kleine Ritual in deinen Tagesablauf ein. Du kannst gerne morgens nach dem Frühstück oder entspannt während der Mittagspause oder abends vor dem Schlafengehen etwas vorlesen. Diese Übung solltest du auch möglichst zu Hause machen. Wenn du zum Beispiel in der Straßenbahn laut liest, dann könnte man ja denken, dass du nicht alle Tassen im Schrank hast. Also, dass du spinnst, dass du verrückt bist. Aber das bist du ja nicht. Du möchtest nur üben. Mach das also bitte daheim. Und wenn du Kinder hast, dann ist es einfach perfekt. Die Kleinen sind glücklich und du tust etwas für dein Deutsch. Optimal. Wenn du aber einfach nur für dich selbst liest, muss es wie gesagt kein Buch sein. Auch ein Magazin, ein Blogartikel oder Nachrichten aus dem Internet eignen sich ganz gut dafür. Wenn du sowieso heute etwas lesen wolltest, dann lies es laut vor. Du kannst auch gerne mein kostenloses E-Book nehmen und daraus etwas vorlesen. Ich würde mich freuen. Das Lesen an sich ist ein Wundermittel beim Sprachenlernen.
Ich denke, ich habe hauptsächlich durch das Lesen meinen Wortschatz erweitern können. Was liest du eigentlich gerne? Wenn du ein paar Buchtipps für die anderen hast, dann schreibe sie auch gerne in die Kommentare. Mein Tipp Nummer 8: Benutze Sprachaufnahmen. Sprachaufnahmen mag ich ganz besonders, denn so habe ich selbst Deutsch gelernt. Ich habe mich damals jeden Tag aufgenommen. Anfangs ist es mir schwer gefallen. Ich mochte meine eigene Stimme nicht. Die Aufnahmen haben nicht immer beim ersten Mal geklappt. Aber irgendwann habe ich erkannt, wie viel sie mir bringen. Seitdem wollte ich nicht auf diese Methode verzichten. Ich zeige dir, wie du dich aufnehmen kannst. Nimm einen Text, lies ihn laut vor und nimm deine Stimme dabei auf. Ich nehme jetzt einfach mal einen Abschnitt aus meinem E-Book und nehme mich dabei auf. Los geht's! Niemand braucht dir zu erzählen, wie wichtig es ist, das eigene Sprachniveau zu kennen. Man sollte es ja schließlich nicht überschätzen. Wenn man das Niveau aber unterschätzt, könnte es auch zu Problemen führen. So, die Aufnahme ist fertig. Hör dir dann deine Sprachaufnahme an und notiere die Wörter, die deiner Meinung nach nicht deutsch genug klingen. Nimm deine Stimme erneut auf und achte diesmal besonders auf diese schwierigen Wörter. Niemand braucht dir zu erzählen, wie wichtig es ist, das eigene Sprachniveau zu kennen. Man sollte es ja schließlich nicht überschätzen. Wenn man das Niveau aber unterschätzt, könnte es auch zu Problemen führen. Ein weiterer Schritt wären dann Videoaufnahmen. Dann siehst du auch, ob dein Mund weit genug geöffnet ist und ob du die Lippen richtig positionierst. Du kannst ja gerne ein Video auf YouTube finden, in dem deutsche Muttersprachler in die Kamera sprechen. Nimm dann ein paar Sätze aus diesem Video und drehe dein eigenes Video, in dem du diese Sätze vorliest. Dann vergleiche deine Aufnahme mit dem YouTube-Video. Im direkten Vergleich sieht man meistens besser, was man eventuell hätte besser machen können. Und wenn du die Möglichkeit hast, jemandem deine Sprachaufnahmen oder deine Videos zu zeigen und um Korrekturen zu bitten, dann mach das bitte auf jeden Fall. Gerade bei solchen Aufzeichnungen, wenn du dir also richtig Zeit nimmst, wirst du merken, wo es noch ein bisschen hängt. Das heißt, du wirst merken, welche Laute dir noch Probleme bereiten und woran du noch arbeiten solltest. Und hier ist mein Tipp Nummer 9 für dich. Definiere deine Schwachstellen. Du musst ja deinen Feind gut kennen, um ihn besiegen zu können. Du solltest also ganz genau wissen, wo deine Probleme sind, damit du gezielt daran arbeiten kannst. Ich habe eine Liste mit schwierigen Lauten für dich vorbereitet. Du kannst gerne eine Checkliste daraus machen und schauen, was eventuell auf dich zutrifft. Nummer 1: lange und kurze Vokale. Nummer 2: die Umlaute Ö, Ü und Ä. Nummer 3: das deutsche R. Nummer 4: der Ich-Laut und der Ach-Laut. Nummer 5: Plosive. Das sind die Konsonanten P, T, K, die richtig behaucht werden sollten. Nummer 6. Die Buchstabenkombination NG. Ng, ng. Zeitung. Nummer 7. Der Hauchlaut. Haus. Nummer 8. Pausen vor Vokalen. Machst du überhaupt welche? Wenn ein Wort oder eine Silbe mit einem Vokal beginnt, dann haben wir im Deutschen eine kurze Pause. Das nennt man auch Vokalneueinsatz. Nummer 9. Beachtest du den Wortakzent? Betonst du also die Wörter immer richtig? Und Nummer 10. Die Satzmelodie. Klingt die Satzmelodie deutsch? Wenn du dich selbst analysierst, achte bitte darauf, ob du eventuell diese Fehler machst. Denn das sind die häufigsten Fehler, die deine Aussprache negativ beeinflussen können. Es gibt natürlich auch andere Probleme, aber wenn du diese Fehler behebst, wirst du unglaubliche Fortschritte merken. Darüber erzähle ich auch ganz detailliert in meinem Aussprachekurs. Nimm am besten eine Sprachaufnahme von dir
höre sie dir noch einmal an und geh diese Checkliste durch. Wenn du nämlich gezielt nach diesen vorgegebenen Fehlern suchst, weißt du auch viel besser, worauf du dich konzentrieren solltest und kannst somit dir selbst viel schneller helfen. Mein Tipp Nummer 10. Benutze einen Spiegel. Das mit den Videoaufnahmen habe ich bereits angesprochen. Es bringt extrem viel, wenn man seine eigenen Lippenbewegungen beobachten kann. Du musst dich aber nicht von Anfang an filmen. Aber wenn du dich daran gewöhnst, in die Kamera zu sprechen, ist es eigentlich auch von Vorteil. Vielleicht startest du schon bald deinen eigenen YouTube-Kanal und hilfst anderen beim Deutschlernen. Das wäre doch einer Überlegung wert, oder? Das ist ein toller Spruch. Das wäre einer Überlegung wert, oder? Das solltest du dir durch den Kopf gehen lassen. Das solltest du dir überlegen. Du solltest darüber nachdenken. So viele Synonyme. Okay, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Was wollte ich eigentlich damit sagen? Ach ja, du könntest anfangs einfach nur einen Spiegel benutzen. So kannst du sehen, wie du sprichst, wie sich dein Mund öffnet und wie deine Zunge liegt. Das ist ganz wichtig. Also ein kleiner Spiegel sollte dein täglicher Begleiter sein. Mein Tipp Nummer 11. Übertreibe ruhig. Meistens hört man ja, übertreib nicht. Im Aussprachetraining gilt aber genau das Gegenteil. Übertreib richtig. Was bedeutet das aber für dich? Wenn du an deiner Aussprache arbeitest, dann solltest du extra deutlich artikulieren. Oder zum Beispiel PTK extra stark behauchen. Wenn man nämlich beim Üben übertreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass die richtige Aussprache auch ins spontane Sprechen übernommen wird. Leg dich also richtig ins Zeug und übertreibe beim Üben. Leg dich ins Zeug bedeutet, streng dich an, gib dir Mühe. Wieder was gelernt. Und zum Schluss möchte ich noch einen wichtigen Punkt ansprechen. Eine gute Aussprache kommt nicht von heute auf morgen. Sie kommt also nicht sofort. An deiner Stelle würde ich lieber etwas weniger üben, aber dafür jeden Tag. Die Regelmäßigkeit ist hier ganz wichtig. Baue kleine Übungsrituale in deinen Alltag ein. Du hast ja gesehen, dass du ganz nebenbei üben kannst. Und am Ende zahlt sich deine harte Arbeit definitiv aus. Bleib fleißig und wir sehen uns schon bald im nächsten Video. Mach's gut! Harte Arbeit zahlt sich immer aus. Ach ja, und den Rücken gerade halten. Ganz wichtig.